Eine wesentliche Erkenntnis des Abends war, dass in dem Publikum, wie auch bei anderen Veranstaltungen, die ich besucht habe, fast überwiegend die Meinung herrscht, dass Deutschland mit diesen Rettungsschirmen, die wir jetzt zu finanzieren haben, mit den hohen Verpflichtungen, die die Politik eingegangen ist, überfordert ist. Zum anderen der Unmut darüber, dass das Volk nicht eingebunden wurde, dass also über die Köpfe der Menschen hinweg Entscheidungen getroffen wurden. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Tatsache, dass die Podiumsteilnehmer der Meinung waren, dass man jetzt irgendwann mal aufhören muss mit dieser permanenten Verschuldungspolitik und dass beispielsweise Zypern eine gute Gelegenheit wäre, um jetzt mal ein Land aus der Eurozone rauszubringen beziehungsweise nicht zu unterstützen. Im Übrigen auch die Erkenntnis, dass überwiegend die Meinung herrscht, dass man Griechenland rauslassen muss aus der Eurozone, weil nur so kann sich's dann über Abwertung, über mehr Wettbewerbsfähigkeit wieder integrieren.